Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Escape from Tarkov zusammen mit Felix. Moin moin. Und das ist jetzt natürlich die erste Folge zu diesem Projekt. Könntest du mal bitte ruhig sein? Wenn euch jetzt jemand gehört hat und wir deswegen sterben. Also dich und deine ganze Sippe. So, wir sind wieder hier. Hier sind wir ja schon mal gespawnt. Erinnerst du dich? Ich glaub nicht. Na klar. Ja, aber woanders nicht exakt in der Nutzung drin, oder? Doch, da drüben. Da sind wir rausgegangen. So, mal gucken, was wir machen können, oder wie? So, worum geht's in Escape of Tarkov, um es kurz zu erzählen? Wir sind zwei Überlebende. Dann haben wir jetzt die Mission, hier rauszukommen. Dabei laufen Spieler und NPCs gegenüber. Wir müssen sie töten und den Ausgang finden. Unser Ausgang wird jetzt links sein. Okay. Du siehst mir sehr wie ein Scuff aus. Das gefällt mir gar nicht. Ja, es könnte vielleicht passieren, dass aus Versehen da mal ein Schuss fällt später. Okay, ich weiß, wo Leute spawnen. Das ist äußerst schlecht. Was ich mache oder was? Jetzt nee, wo wir hier gekommen sind. Prinzipiell die Position, weil wir können jetzt hier von überall angegriffen werden. Bist du mir verloren oder bist du falsch? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich war da gerade schon, doch, hier ist alles im Weg. Ich bin um die Ecke. Hier, ich bin da. Okay, lass mich durch. Okay, lass mal weiterlaufen. Lass mal in die Halle gehen. Oh, ich will gerade C drücken, ja. Eine Runde Grimmel gespielt und direkt das Gefühl, Alter, dass ich mit C bleiben kann, Alter. Ach du Scheiße, Tankstelle. Lass mich hier reingehen. Das sind harte Waffen, ich würde sagen. Vielleicht tun wir ein bisschen passiv spielen. Hier drin. Und warten mal, ob jemand kommt. Drücken auf vollautomatisch. Wo bist du? Ich bin in der Halle. Hinter den langen Rohren. Hätte man nicht so viel. Ich will mal sehen, ob es hier noch einen Eingang gibt. Ja, gibt's. Ich setze mich hier hin. Versuche jetzt mal irgendwie defensiv zu überleben. Wir haben leider jetzt nichts zu trinken mit. Was für defensiv Spiel eigentlich relativ schlecht ist. Sagen wir nicht, kriegen wir einen Schaden, wenn wir nicht was trinken haben? Ja, ne? Ja. Oh, stell mir direkt, wenn wir trinken uns alles. Nope. Du fängst langsam an Schaden. Du kannst so gegen healen. Brauchst du auch nicht probieren. Okay, ich weiß, wo sie abgehen. Die gehen genau neben unserer Halle ab. Wo bist denn du? Ich bin mal Eingang. Okay, hier gibt es aber viele Eingänge, ne? Oh, die sind genau vor uns. Das ist so schrecklich gerade. Wo bist denn du? Ganz hinten an der anderen Halle bei dem orangen Truck. Da ist sie dich. Lauf nicht so weit. Die sind da vorne. Neben mir rechts ist noch eine Tür. Und bei dir ist auch noch ein Eingang. Beweg dich nicht so viel. Kriech vor allem nicht so oft. Das ist mega laut. Denk dran, du kannst mit Mausrad deine Geschwindigkeit runter machen. Um langsamer zu sein. Um weniger Geräusch zu machen. Wie oft kriegst du denn noch nach vorne? Der draußen hat sich schon zehnmal gehört, der kommt jetzt gleich rein und bringt dich um. Okay, der Kampf ist anscheinend vorbei und es gibt einen Gewinner. Denk dran, er kann nur hinter dir reinkommen. Okay. Irgendwo oben drauf auf Metall, wie es scheint. Mhm. Nachgeladen kriege ich nicht so viel. Das hörst du doch kaum, Alter. Ich höre das Übelste. Ich höre bei mir keinen Sound. Alter. Es hört sich bei mir so an, als würdest du hier die ganzen Boden umgraben wollen. Und die sind halt viel zu sehr damit beschäftigt, sich gegenseitig umzubringen. Mit etwas Glück kann man ein bisschen abstauben. Wegen, was? Ich habe jetzt schon sechs Wasser nachgelassen in der Zeit. Ist nicht gut. Du passt doch jetzt hier auf die Tür auf, ne? Ja. Dann geh ich mal zurück auf die andere Seite. Pass auf, dass sie uns nicht woanders hier umgehen.
B kannst du auf vollautomatisch stellen, ne? Mal schauen. Ich hab's doch vollautomatisch. Das ist gut. Hat ja nachgeladen schon wieder. Die müssen eigentlich hier kurz vor unserer Halle sein und kämpfen. Ja, die snipen irgendwas. So, so sollten die schießen. Hier war nicht kein Eingang. Hier war er. Okay. Du kriegst immer noch. Das ist schlecht. So, ja. Jetzt bedeutet es hören. So, ich guck mal kurz auf Uhr. Wir haben jetzt noch 43 Minuten. Ich schaffe jetzt Zeit. Willst du mich lang steppen? Jetzt gerade nicht. Okay. Aber so viel Zeit. Ich bin ganz rechts. Eingang. Der andere, wo wir rein sind. Ich lieg da auch rum, hinter irgendwelchen Dingern. Ach, denk dran, du kannst nicht die ganze Zeit zielen, es braucht auch Ausdauer. Kann halt laufen, was meinst du jetzt? Obwohl, zielen im Liegen verbraucht keine Ausdauer. Aber im Hocken und Stehen schon. Okay. Ruckler. Weißt du noch die Taste, um den Feuermodus nachzuschauen? Nee, aber ja, B. Sag mal ganz schnell. Ja, ich möchte. Ja, wenn ich B höre, dann klapp ich. Und das weiß ich. Ja, stimmt. Hörst du das gerade gehört bei mir? Nee, ne? Nee, deswegen guck ich auch mal nach. Okay, ich bleib bei Single Fire. Damit ich genauer schießen kann. Ich bin zu weit weg, um voll zu sprayen. Ja, ich hab ein bisschen Angst, ich hab die Waffen noch nicht aufgeschossen. Und das ist das größte Problem, was ich bei Escape of Tarkov hab halt. Dadurch, dass du die Waffen, als ja, seltener mitnimmst, die guten Waffen, du weißt auch nicht, wie die sich verhalten. Das muss halt echt viel Spielzeit investieren. Da kommt einer. Bei dir oder bei mir? Nee, bei dir, ne? Hinter uns. Bei dir ist hinten ein Eingang, eine Tür. Lädt nach. Ist der wirklich hinter uns? Ja. Ja, ist gut. Oh, die gehen richtig ab, ey, da draußen. Wie Wasser hast du noch? Wasser. Mhm. 74. Ich auch. Macht gar keinen Unterschied, wie wir aimen und so. Nee, Rennen macht aber einen Unterschied. Wenn man rennt, verliert man, glaube ich, schneller. Und denk dran, wenn du was isst, hast du mehr Durst. Ich habe nichts gegessen bisher. Ja, meine ich auch bloß, weil ich habe mal... irgendwas mit Milch gegessen. Das war anscheinend was zu essen. Und danach hatte ich 0 Life Points und bin daran, also 0 Wasserpunkte und bin daran verreckt. Weil der Ausgang leider nicht da war, wo ich dachte. Ich weiß, wo wir hin müssen. Wir müssen darüber, wo du letztens entkommen bist, wo du hier gespielt hast. Dahin müssen wir dann. Also diesen Feuer da.
Ja. Wir können uns theoretisch bewegen. Ich weiß nicht, wollen wir weiter hier drin hocken? Ja, im Nachhinein ist halt das Wasser kritisch, ne? Ich weiß jetzt nicht, falls wir noch einen Fight haben, wird das Wasser echt kritisch jetzt. Vielleicht finden wir irgendwo noch welches. Komm mal zu dir rüber. Langsam. Ich komme jetzt gerade zu dir eigentlich rüber. Das ist so krass, aber ganz leise in Hocken, glaube ich, hört man gar keine Schritte mehr. Fast. Schon keine. Bei ich schon, oder was? Muss ein ganz leichtes Klack, Klack, Klack. Schlimmer ist noch, wie du über Glas läufst oder Metall, das hört man noch lauter. Jetzt hab ich dich gehört, jetzt würdest du wissen, dass du dich bewegst. Jetzt hab ich schon schneller angestellt. Bist denn du? Nicht sein, steht da, ich seh dich, nicht schießen. Wag's dir. Ich hab doch schon links. Hier steht eigentlich, mir das auch keine Geräusche gemacht. Du kannst eigentlich nicht hören, weil da unten steht links und links steht dann bei keine Geräusche. Ich geh mir raus. Wir gehen nicht raus. Doch, kann hinten rausgehen. Was ja, aber hinten haben sie auch geschossen und vorne war gerade der Schuss. Also die von hinten nach vorne gelaufen, weil jetzt die da vorne waren. Ja, die werden längst nicht mehr hier sein. Ja, könnt ihr mal probieren. Oder versuchen sie einfach mal Leute sich irgendwo, also ist hinten oder vorne raus? Warte mal. Da hat gerade irgendwas eingetreten. Nochmal. Ja, hab's gehört. Aber gar nicht, kannst nicht zuordnen, wo es ist. Wenn dann irgendwo so da drüben reingucke. Aber. Ja. Okay. Hier ist eine Kiste. Hier ist eine motherfucking Kiste, gib mir Deckung. Echt scary irgendwie. Ja, das ist das Problem an Escape of Tarkov. Du bist halt echt geladen. Wenn er um die Ecke kommt und so mehr Headshot gibt, dann heul ich, Alter. Warte. Ganz viel Loot. Ganz viel Magazine vor allem. Was ist das denn? Schön, wie du mir Deckung gibst. Fuck, ich hab keinen Rucksack mit, ne? Ich würde gerne mal gucken, Alter. Das Magazin. Lass mich das nächste Mal, bitte. Seid doch mal ruhig. Bist du hinter mir neben mir? Gut. Ja. Ich geh nochmal vor an die Tür gucken. Da tritt der schon wieder dagegen. Wer, ich? Nee, der Typ. Der tritt die ganze Zeit gegen irgendwas. Ist sie mitnehmen, das Zeug? Was hier liegt? Kann ich nicht, ich hab keinen Platz. Okay, ich hab ja nur. Scheiße, stimmt. Ins Kraft passt nicht. Oder kann ich es trinken, kann es passen, ins Kraft rein. Geht, passt. Ich kann was mitnehmen. Schalte einfach runter, kann ich mitnehmen. Ja, nimm ihn mit. Ich hab welche Munition mit. Boah, ich will dir gleich mal meine ganze Sprache hier. So, ich brauch dich jetzt. Warte kurz. Wir haben organisieren. So, jetzt lass das mal hier liegen. Das ist echt gut gewesen. Gott. Okay. So. Jetzt hörst du dich richtig laut. Hast du wirklich Schritte? Jetzt höre ich gar nichts mehr. Schritte? Hast du jetzt schon? Doch, jetzt höre ich was ganz Leises. Hörst du noch Schritte? Nee, jetzt gerade nicht mehr. Doch, jetzt wieder. Krass, ich höre nichts, wenn ich bewege. Ich höre selber nichts, wenn ich bewege, muss ich ehrlich sagen. Oh, jetzt sieht die Soundkulisse ändert, sobald du rausgehst. Ach du. Siehst du jemanden? Nee, aber man hört ja, dass sie kämpfen. Dann gehen wir ja ganz langsam zu dem Orange, hier nach vorne. Ich weiß nicht, guckst du mal ein bisschen nach hinten? Siehst du jemanden? Du siehst jemanden? Nee, siehst du jemanden? Achso, boah. Nee, bisher noch nicht. Ja, aber wir müssen so langsam laufen, dass das ja einfach niemand Headshot wird. Ich laufe nicht mehr so langsam. Ich bin schon ein bisschen schneller. Also, solange ich keinen sehe,
sehr doof. Ich glaube, mit den orangenen Röhren. Den braunen hier. Denk dran, gucken wir mal nach hinten. Das ist deine wichtigste Aufgabe. Ja, du hast aufs Visier, Mann. Ich hab kein Visier. Wenn hinten nicht weit fährst, das hat doch sicherlich Sinn. Da bin ich der von nah screenen kann. Er sagt, dass du den Gegner, den du siehst, nah bei dir ist. Ich komme eh nicht drüber, ne? Das weißt du. Gut drüber. Ja, wir müssen komplett zurücklaufen, um hier rauszukommen. Gut, hier ist keiner, oder was? Naja, das kriegst du nicht auf, dass wir was Treten. Bist du hin? Was, wie weit? Ja, okay, weiter. Die Frage ist jetzt, wenn wir da drüben nicht raus... Ne, wir kommen da drüben safe nicht raus. Müssen wir zurücklaufen ein Stück. Wir können ja gucken, ob wir die Typen sehen, die wir vor uns gehört haben. 54 Wasser, ne? Ja, noch gut. Mit 54 Wasser können wir noch die ganze Map bereisen. So, wenn du da oben hingehst, sei vorsichtig. Da drüben ist ein Punkt, da kann man theoretisch rauskommen. Da ist immer sehr viel los. Oh fuck. Leck. Noch ein Leck? Das ist laut, Alter. Ja, du läufst halt jetzt auf Metall. Warte, vor uns irgendwo. Nee, die werden rechts sein. Was? Keine Explosion gesehen. Die sind alle hier drüben beim gelben Kran. Sie ist schon direkt neben uns. Siehst du jemanden? Nee, nee. Da ein Scuff. Ja, aber den Lodge wird ich nicht töten. Aber warte mal. Wir können versuchen, uns ranzuschleichen. Den gebe ich dir mit dem Messer, Ena. Ich hab die Axt dabei. Ja, die hab ich schon. Ja, stimmt, ja, Axt. Warte, lass uns mal bitte hier runter schnell. Pass auf, das könnte. Ja. Schaust du mal die Axt aus? Mach das noch nicht, bleib bei der Waffe. Es könnte ja passieren, dass uns jetzt einer angreift, während wir das probieren. Oder er dreht sich um und schießt, dann müssen wir definitiv schießen. Mit etwas Glück kommen wir da raus. Warte mal. Ja, hab ich gesehen. Ich hab ihn hingelegt. Hat er sie geschossen? Nein. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Voll am Zucker! Der hat sich hingelegt. Der schießt! Auf mich! Wurde fucker, der hat eine Granate geworfen? Hast du den? Da ist noch einer. Denk dran. Siehst du? Der andere meine ich. Ich bin halt oder wann? Bist du verletzt? Guck mal, gib mir Deckung. Der sieht mich. Ich sehe ihn. Der hat hingelegt. Ist down. Okay. Check mal kurz. Ja, wir hatten nicht getroffen. Ich glaube ich auch nicht. Ich weiß schon, ich habe eine Weste an. So, warte mal. Wo bist denn du? Guck mal bitte nach oben. Richtung da, wo wir hergekommen sind. Da, ja. Während ich mich mal kurz. Ich guck mich mal kurz an, was hier drin ist. Du kannst eine Saiga 12 mitnehmen, wenn du Lust hast. Hier der Typ. Okay. Ich guck mir den anderen an. Der hat doch schon eine Pistole, ne? Ah. Egal. Ah, du hast keinen Rucksack. Was hat er noch dabei? Der hatte Morphium. Zeig mal, was hier im Inventar hat. Dann nehme ich das den kleinen mal mit. So. Gut. Nichts mehr sonst. Ich hab die Abholzung gefragt für die Saiga 12. Ja, hat er. Ja klar, also der Munition dabei. Achso. Der Rucksack hat der hier.
Nee. Einfach den Rucksack bitte. Der hat keinen Rucksack, niemand hat einen Rucksack. Der hat auch keinen. Fuck. Komm mal mit. Ja, ist eh eine Schrotflinte, die brauchen wir nicht unbedingt. Ich würde gerne erstmal ein bisschen in Deckung gehen und hier kurz reingehen. Hier kommen wir theoretisch raus. Also das ist ein Punkt, der manchmal funktioniert, nicht immer. Und der funktioniert natürlich nicht. Okay. Ich kenne noch einen Spot, wo wir eine Weste oder so besorgen können. Eine Weste habe ich schon. Ja, aber vielleicht noch eine bessere. Komm mit. Ja klar, ich werde einen Rucksack haben dann. Ja, ich kann dir den Rucksack nicht herzaubern. Hier kann es keiner angreifen, außer von da, wo wir herkamen. Bist du links angelaufen? Eine Weste. Okay. Bist du links angelaufen? Ich bin jetzt hier rein. Wo rein? Da ist ein Loch in der Wand, in der blauen. Ja, und dann links, da ist links rein. Ja. Ich bin gerade in diesem komischen Ding. Warte mal, mit etwas Glück. Ich habe Saft gefunden, also wir haben schon was zum Trinken. Aber leider nur einen. Also wenn du willst, kannst du den trinken. Hier liegt er. Wo liegt er? Hier. Trink den mal. Wie kann ich den auch mal aufheben? Ich kann gerade auswählen. Hast du keinen Platz? Ja, ich kann kurz das Zeug ablegen irgendwie. Wie was Discard, ne? Ja, einfach. Alter, übuggy gerade. Ich glaub. Ja, es wird halt. Soll ich mal 20 trinken? Kannst du auch was trinken? Ja, mach das mal, das ist gut, das ist ein guter Plan. Dann können wir noch ein bisschen länger hier langlaufen, danke. Jetzt muss ich mal kurz mein Ding ablegen. Ich muss am Boden hier auf dem Eis. Ich mein Ding. So, und ich trinke den Rest. Wie viel hat denn das gebracht? Werd's gleich sehen. 59, na, das geht ja mal. Da können wir nochmal die ganzen Map umrunden. Viel Zeit noch? 27 Minuten, jetzt müssen wir eh in Richtung Ausgang. Hat 20 gebracht, meiner Meinung nach. Na, 58 hab ich. So, mit etwas Glück kommt eh keiner her, weil sie denken, dass wir hier eh nicht rauskommen. Wir haben es probiert, haben gespielt und haben nichts gefunden. Wir müssen also, warte mal. Discard, Unload. Ich habe ja damit geschossen, es wäre doof. Ah, fuck, die kämpfen ja immer noch. Könnte ich mal fertig werden? Zumindest nehme ich das wieder mit. Okay, weiter. Das gefällt mir echt nicht, dass sie immer noch mit Granaten und Co. rumwerfen. Wir müssen jetzt leider den ganzen Weg wieder zurück, ne? Ich glaube, ich hatte aber der Skaff ja auch ein Dings geworfen, eine Karte geworfen gehabt. Ja, eine. Das sind jetzt drei gewesen. Ja, stimmt. Und wir wissen ja, dass da hinten schon ein paar Granaten geflogen sind. Und es halt wirklich gute Spieler sind, kämpfen die halt ohne Weile. Okay, weiter. Wir gehen hier außen lang. Denk dran, hier hinten hat auch mal jemand geschossen. Okay. Ich geh mal um die Ecke gucken. Das war jetzt eigentlich hier vor uns, oder die Karte? Okay, weiter. Rennen, wir sind Open Feed hier. Schnell weg, Alter. Wir laufen weiter hier durchs Gras. Ah, fuck, ich bin Stacheldraht gelaufen. Okay, alles gut. Warte mal. Ich habe mich ja vor uns verletzt. Ich schiebe mich mal kurz ein bisschen. Zwei Life Points. Gut, wir müssen jetzt nach vorne. Hä? Nein. Mal ausprobieren. Halt das. Wenn das Essen ist und ich deswegen dein Wasser verliere, sind wir am Arsch. So eine ganze Milchpackung, die ich gesagt habe, die hat mir das komplette Wasser von 30 abgezogen auf 0. Milch zieht dir Wasser ab. Essen zieht dir Wasser ab. Ja, aber Milch ist ja kein... Ja, es war irgendwie Milchpulver oder sowas. Das war Englisch. Also komplett habe ich nicht verstanden. Ich habe nur Milch gelesen, das hat mir gereicht.
Warte mal. Ey, ey, hast du gerade die Kiste gehört? Nein, das steht gelaufen. Ich hab's in der Kiste gehört. Das war eine Kiste. Warte mal, bleib stehen, bleib stehen. Der muss sie wieder zumachen. Hast du gehört? Das war das Inventar. Ja, du warst gerade im Inventar. Ich hab gerade geaimt. Mach das mal jetzt mal nicht so viel bewegen. Bleib mal an der Tür hier. Ich guck da jetzt rein. Ich hab umgeschalten auf Vollauto. Es ruckelt. Was? Du bewegst dich richtig oft, ey. Ich bin halt kein defensiver Spieler, ich bin eher einer, der aktiv ist. Ja, aber ich meine, ich ganz in der Zeit gedreht, das hört man. Ich glaube, ich habe ihn laufen. Ja. Oh, ist das wirklich anfangen? Ja. Ich bin drin. Soll ich hinterherkommen? Weil wenn du stirbst, dann bin ich draußen und die können sich auf mich vorbereiten. Warte. Ich will nur wissen, ob hier einer drin ist erstmal. Okay, wir gehen. Komm, wir laufen. Einer. Okay, weiter, weiter, weiter. Jetzt komm hier rüber. Hier gehen wir raus. Müssen wieder aufpassen. Wir wissen ja, dass die hier draußen kämpfen. Ah, oh, jetzt häng ich hier noch fest, oder mal. Okay, renn. Wir rennen rüber auf die andere Straßenseite. So gut. Rest laufen jetzt normal, also im Schnelllauf. Nur mal so ein bisschen zwischen Bäumen zu sein, dass wir nicht instant sterben, wenn auf uns geschossen wird und wir keine Deckung haben. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht an jemanden, dass da keiner drin war und der uns jetzt versucht zu töten. Wir sind mal an der bekackten Tankstelle. Wo bist du, oder? Pack kurz Kruse. Ich bin den Berg runter. Berg runter? Achso, ne, ich bin noch an Berg hoch gewesen. Ich sitze hier in einem Graben. Ich will die ganze Zeit durchs Gras laufen. Ja, ich bin gerade stuck. Ja, komm, geht's nicht weiter? Ne, da oben geht's nicht weiter. Achso. Komm runter, nicht auf den Berg. Da bist du, komm hier rüber, nach hinten. Hier lang. Wir müssen nochmal aufpassen, Tankstelle gefährlich. Ich stell mal auf Full-Auto. Ja, ich spiele noch lieber auf Single-Fire. Ja, wenn jetzt einer kommt, der genau vor uns steht, haben wir ein Problem. Ja, aber ich hab den Rückschuss letztes Mal, wo ich einmal gespielt hab, da war der Rückschuss absolut unkontrollierbar. Ja, das weiß ich. Da hab ich lieber, Single-Fire anzug und Spam und hier auf die Headshots dann. Ja, weil er einen Helm, wie es hier hat, wird er nicht instant sterben. Ja, aber ich hab keinen Helm. Also macht den meisten Schaden, also. Eigentlich macht der meiste Schaden, den Arm zu schießen und dann einmal noch den Arm, wenn der schwarz ist. Hier wieder raus, rechts. Hier liegt ein Toter. Ich weiß nicht, es gab, warte mal. Wurde gelootet, hier ist ein Rucksack, schau mal kurz den Rucksack mit. Hier, das war ein Spieler. Nicht Search, einfach mitnehmen. Ganz lange rumfackeln. Okay, weiter. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, nicht so viel Lärm machen. Das ganze Furcht hier laufen macht Lärm.
Okay, hier oben müssen wir nochmal aufpassen. An der Bahngleise. Mal langsamer werden. Jetzt haben wir ihn mal langsam. Vielleicht haben die auch an Doms gekämpft. Ich geh mal noch bei Doms gucken, vielleicht liegt da noch jemand. Okay, komm. Boah, jetzt häng ich hier mal fest. Ich guck mal auf die Zeit, wir haben noch 19 Minuten. Genug Zeit, um wirklich schon mal komplett drumherum umzurennen, falls wir doch am falschen Spawn. Naja, wir sind nicht am falschen. Wir müssen komplett darüber halt. Ja, dann mal Richtung Ausgang, ne? Richtung Ausgang gehen, oder? Hä? Ja, wir gehen schon Richtung Ausgang. Das ist einer. Ich muss in den letzten 5 Minuten dahin laufen, weil sonst können wir dann in den Stress kommen. Das ist einer. Im Wald ist einer. Ja, du musst ja mal Richtung angeben. Wie soll ich eine Richtung angeben? Ich hab keinen Kompass. Bist du das hinter mir da? Ich hab einen geschossen. Schimmer, das bin ich. Das bist du? Ja, du bist so ein Spast, Alter. Warum bist du so weit vorne? Ich weiß nicht, warum du stehen geblieben bist, Alter. Ich bin stehen geblieben. Du bist dann weitergerannt. Am Rand vorbei, Mann. Ja, cool, ich bin aber gerade kurz bescheuert, glaube ich. Oder? Doch nicht? Doch, ja, ein Blutelecht. Linker Arm. Ich lange, dass du mir den ganzen Arm zerschossen hast, wieder mal. Ich hab bestimmt... Na, guck mal, ich bin gut im Arm jetzt erschießen. Ja, ich spare mir jetzt das Healing, Alter. Dann brauchst du den Healing? Den rechten Arm kann ich nicht mehr heilen, oder? Nee. Oder kann ich noch heilen? Nee. Wenn der kaputt ist, heilen vorbei. Dann müssen wir auf jeden Fall raus. Ich bin nur so gelaufen, Alter. Und dann schießt er mir einen Häufler an, weil ich dachte nur, dass ich das bin. Hast du es nicht gehört? Der hat dir mal eine Kiste geöffnet. Hab ich gehört, ja, aber. Ja, aber was? Kisten öffnen tun nur Leute. Ich würde eher weiterlaufen. Ah, ist schon ein Wetter. Gut, eigentlich dürfte jetzt keiner meine Kiste öffnen. Ich könnte eigentlich nochmal ein Sprachchat verwenden. Also dieses Sprachding für eine Verlängerung, diesen Bot. Was ist das? Wir hören uns anders an. Sicher? Ja. Das ist doch ein Bug. Was denn? Ich hab schon mal die Kiste gehört. Da ist ein Bot. Wo? Da hat jemand gesprochen vor uns. Ich sehe ihn noch nicht. Oh fuck, ich habe jetzt die Waffe. Ah. Nimm die doofe Waffe in die Hand. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, dass hier gerade wer gesprochen hat, also wird es ein Bot sein. Das neben mir. Ich glaube, ein bisschen schnell. Siehst du? Hier ist gerade einer und komm. Das ist ein Ausgang, den musst du bezahlen. Wie bezahlen? Ey, da musst du Geld abgeben, da fährt ich das Auto weg. Der ist gerade davon gefahren, hast du gehört? Hast du gehört, ja. Das heißt, hier ist gerade einer und komm. Oh, ich höre schon mit den. Nee, bei mir ist ein Bug. Ich höre die ganze Zeit den Sound, dass jemand eine Kiste öffnet. Es wird der sein, den ich vor uns. Also es wird wahrscheinlich passiert sein, dass ich die Kiste geöffnet habe. Warte mal. Zwischen Rennen. Weil wir leider offen stehen. Okay. Ich glaube, das mit dem Typen, wenn man das so auch falsch anstellt, glaube ich. Na, da ist gerade jemand abgehauen. Vielleicht hat er gerade mit dem Fahrer geredet oder so. Ich weiß noch nicht, was die eingebaut haben. Ist Holz gelaufen? Ja, ein Schritt. Gut. So.
So, warte mal, ich muss jetzt mal wissen. Ich glaube, wir sind. Einfach laufen. War aber relativ weit weg. Sicher, ich hab glaube ich einen Schuss gehört. Es war aber nicht so laut wie vor uns, wo wir wirklich dabei waren. Ach, das war hier irgendwo hier direkt. Auch hier. Hat der Schalter halt vor uns. Der Punkt ist kacke. Wir müssen über den doofen Fluss. Ja, wir müssen nicht über den Fluss, wir müssen an den Fluss ran. Fand ich. Ja, du, das ist ein Punkt, der funktionieren kann, nicht safe ist. Nope, wir müssen wenn auf die andere Straßenseite. Das ist ein Safe-Punkt. Ich stehe hier echt kacke, weißt du das? Okay, komm. Ja, komm nicht raus, Leute. Wissen wir jetzt? Ich bin stuck, bei mir. Du bist echt stuck, wo bist denn du hingelaufen? Was hast du gemacht? Das ist nicht mein Ernst, Alter. Also ich ist echt da hinten reingepackt. Ach. Und das ist falsch. Sehr lange, Alter. Okay, wir müssen hier rüber. Safe. Noch 20 Straße. Wie ist mit dir aus? Gut, wenn du noch 20 hast, habe ich vielleicht noch 19 oder so, warte mal. 20, okay, alles noch im Rahmen. Ich will nur lange nicht voll Leben haben, ne? Ich hab nur noch 46. Ja, wir sind relativ nah am Ausgang. Komm mit, hier ist ein Sturm. Hier rüber. Hier ist mal ganz nah. Jetzt können wir wieder auf Leute treffen. Versuch mal Büsche zu meiden. Wir haben noch 12 Minuten, alles gut. Boah, ich hab schon das Geräusch von der doofen Truhe gehört, mir geht das. Ich glaube, das ist anscheinend auch ab und zu. Ich glaube, das ist eher irgendein Baum oder eine Art Baum, der genauso klingt. Okay, wir sind jetzt beim Zug, das ist gut. Ist da einer? Hier, hier ist noch ein Rümpel. Ich wollte fragen, ob da ein Toter liegt. Wir sind halt hier komplett open field. Ich denke, wir kommen hier raus. Ich komm mit. Und aber wieder die Kiste. Okay. Sind so gut wie raus. Wir müssen eigentlich da vorne rauskommen. Wir sind eigentlich so gespawnt, dass das am weitesten weg ist. Ja, komm raus. Wir sind draußen. Gut, wir sind rausgekommen, haben zwei NPCs gekillt. Ich will nur noch wissen, wer von uns sie gekillt hat. Ich glaube, ich habe den einen habe ich auf alle Fälle gekillt, ich habe den zwei Schritte gekillt, hat den einen. Mal gucken. Ach, lächerlich. Also erst noch einen habe ich gekillt, einen habe ich gemacht. Okay, ja, würde ich sagen, hier endet die Folge von Escape from Tarkov. Wir sehen uns dann, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao, ciao.